Dit is dat programma De Grond op Levende Hoop. Jun redner is Rudy Niefeld. Ik begrijp je in de nomen van Jezus Christus. De studium over de Heiligen Jezus. Vandaag is everybody in time gekomen al je meine genoed van God. En je al je meine genoed bewijst God zijn bezorgnis te alle mensen wat zich dat niet verdient hebben oder wird zijn dat God dat te eend bewijzen deed. De vraag is, wo bewijst God al je meine genoed te alle mensen op de wereld te alle tijd? Wie wel een feier omstande betrachten. De eerste is durch de creatuur van de wereld. Een andere wird de schepfung, wat God gemerkt heeft. De schepfung van de wereld, wo God de schepfer is. Du durch bewijstheid dort. God zijn schepfung van de wereld openbaar zijn eeuwige jettliche kracht. Wie fingen dort in Römer Kapitel 1, Vers 20, wo dit ons zestip sei. Van dan, als God de wereld gemerkt heeft, als zijn eigen kracht in God heeft, die verheer niet te zijn en weer verre dag gekomen en te verstoenen, durch dat wat hij geschaffen heeft, zodat zij geen Entschuldigung hebben. Zo wie zijn hier klaar durch Römer, heeft God zijn algemene genoot bewezen. Dat andere wat wie zijn, deze woorden genoot, kennen alle mensen klaar te zijn, wat nicht de gerechtigheid bedrekken met ungerechtigheid. In Römer Kapitel 1, Vers 18 sagt het ons dit. Dort is overal te zijn, wo God zijn oeuw van hemel raufkämt, over die Gottlosigkeit en ungerechtigheid van de mensen, die in ungerechtigheid de waarheid unterdrekken. Dit is wat we vandaag schon da veelmal zijn, dort de mensen waren zo eierreicht, dat de waarheid zo bedreigen en onderdrukken doen, dat de algemene genoot ramzig niet moet zijn, wat de schepfung van de wereld, dat de werkelijke God is, wat dat alle gemerkt heeft. Wens er zin, merkt er blind, te al dat te zijn en te verstaan. Tot next wat we zijn is, genoot geschenken naar jeder mens. God verzorgt voor jeder mens op de wereld, of dat Christ is oder nicht. Gott is die, wat de wereld im Gone hält, der Jesus Christus. Waar we nu Kolosser Kapitel 1, Vers 17 gone en du betrachtet daune. Du sagt dat ze stit in einen seiner karten Farge. Hei wir du euer Alien, wat gemerkt wordt, in der Arm besteht alles. Wat sagt ons dort? Gott, die der Jesus Christus, de genoot te mensen bewezen dat der Christus is alles gemerkt en der Christus besteedt alles en der Christus deed God alles onder controle houden. Dat andere ding wat we zijn, God schenkt regen en vruchtbare tijden op de aarde voor alle mensen. Wie vinden dit in de apostelgeschichte, wo we een vers betrachten. Du sagt het ons dit in de 14e vers, of 14e kapitel, 17e vers, wo het ze dit zei. En doch haf hij zich nicht ohne Zeugnis geloten. Hij deut jünd goudet, jäuft jünd rehen vom Himmel in fruchtbare Tiden, hij jäuft jünd genug te eten en milk jünd dort hoort vrouw. Wat had dit te doen? Dit had te doen met dem Tag, wo Paulus en Barnabas in Lystra en Derbe waren en wo die wollen, diese oftjettische Menschen wollen eher te aufgatsmerken, wenn Paulus ein Mensch geheilt had. Paulus sagt jetzt, du tot nicht, und dann sagt er, Gott ist dein immer gut gewesen, trotzdem, dass du oft ja da deine Deute, wird Gott dein immer gut. Und das Wort, wie hier fängt, allgemeine Genur, ist, dass Gott dort unbekehrte Menschen, gottlose Menschen, jeder da versorge für dich und dich helfen, dass die können leben bleiben. Dort ist, was Gott noch bewiesen hat, in der allgemeine Genur, für jeder da, für jeder Mensch. Und du kommst, alle mensen daaronder. Dit verzorgt God alle voor jeder persoon in zijn algemene genoot. Dit is wat God deed. Dit is wer God is. Zo we zijn dat God is een persoon wat in zijn algemene genoot deed voor jeder mens verzorgt. God zijn genoot durch de Heiligen Geest helpt zin trei. Gottes genoot helpt mensen trei van zin. Wenn Gott auch toelaat dat eens die Menschen sich nicht treuhouden loten van zijn. Wie fingen dit in Römer Kapitel 1, Vers 24? En wie würde dan met wiederlesen kennen? Ob in Römer Kapitel 1, Vers 24 sagt, du wehen haft Gott an Hand geeft in de Ungerechtigkeit,
wonne sei im Horten je lasten deiden, so dat sei mit ihren einen Körper und ihren anderen schon dreiben. Det 24. Vers sei, will sei Gott seine Wahrheit verleihes vertücht haben, sei daunen dort, wat gemerkt as leiber anbeten, aus dem dei dort gemerkt haf, dei in Ewigkeit geloft as. Dann sagt et Amen. Dann sagt et in de 16. Vers, du wehen jeuf Gott an in ihre Schentel gelast han, ihre Frühlied haben den natürlichen Umgang mit Mana vertuscht für dort, wo nicht natürlich ist, und haben Umgang mit einander. In Jerusalem haben auch die Mondslied den natürlichen Umgang mit Frühlied verloren und haben in ihre Herd untereinander Mond mit Mond schon getrieben und haben an sich selbst die Strafe für ihren Ersinn getreten. In Jerusalem, als sie Gott abgeben und nicht mehr anerkennen wollen, so jäuft Gott an auch Hand in ihr gemeine Denken, Dinge zu tun, die nicht geschickt sind. In diesem Tag sei wie sehr klar, dort der Mensch als Ergone wünscht, der Gott aufseite, der Gott Mautwellens zu sich schreibt, aber Gott in seine allgemeine Not, der den Heiligen Jesus, ladet ein Simultau, dort, wenn Menschen sich bloß aufschieben von Abend, dort heute dann wird Taulote, dort die Worte in Schönt nennen gehen, in Sinn nennen gehen, was wir uns nicht verstehen können. Aber in seiner allgemeinen Genau, der hat diese Menschen noch jeder Tag wiesen, dass du hast ein Gott, du hast ein leichtholiger Gott, was ernt, weil gerade von der schändlichen Sinn, der schrecklichen Sinn, was wir können nennen, wo sie für eine Versunke sind, der ich ihr ansehen. Dort andere, was wir sehen, ist dort die Trägholen von Sinn, ist besonders den Heiligen Jesu in Arbeit in dieser Welt. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, 6 und 7, wie wir der Lothar noch mit Dollar nennen kommen. Allgemeine Sinn, Openbarung von Gott. Wenn wir finden, dort Gott hat sich geopenbart durch die allgemeine Genot, allgemeine Openbarung von Gott, finden wir dort in allgemeine Genot, Gott openbart seine Wahrheit von sich selbst. Dort ist nicht gesagt, dass alle Menschen diese Wahrheit von ihm verstanden worden, aber die sind dort zum Verstehen zu lernen, wer du willst. Einmal, erste Mal seine Herrlichkeit. In Psalm 19, Vers 2, der Himmel redet klar von Gott seine Herrlichkeit und lauten uns seine Handwerk seinen. Dort ist ein von denen, wo Gott sind allgemeine Genot openbaren dat durch die Kreatur, die Schöpfung. Noch ein Ding sei wie seine Kraft in der Welt klar merken. Römer Kapitel 1, Vers 20, wo wir all gelesen haben dort, von dann, als Gott die Welt gemerkt hat, als seine eigene Kraft in Gott hat, die verherrlicht zu sein, in wie fern Dach gekommen. Noch ein Ding, seine jährliche Natur, Römer 1, Vers 20, noch nach war er den Himmel gefahren, seine Natur als fern Dach gekommen, zum in der Natur, was er geschaffen hat, die Welt, wiese, dass du ein ewiger Gott hast, was alles gemerkt hat. Seine Kontrolle über die Natur. Wir finden dort in Apostelgeschichte 14, Vers 17, was wir all einmal gelesen haben, wo uns dort klar sagt, und doch hat er sich nicht ohne Zeugnis geloten. Er hat jünd gaudet, jäuf jünd Rehen von Himmel in fruchtbare Tiden, er jäuf jünd genug zu eten in milch jünd dort hat Frau, er sei, er deid jünd gaudet, er deid gaudet, bewiese derch die Natur, zum derch die Natur für Menschen versorge. Das andere, was wir sehen, ist seine Gottsehnen live zu allem, zu allen Menschen. In Matthäus Kapitel 5, Vers 45, du fängst wie einen Vers, wo uns dort zu stets sei. So dort Jesus vor dem Himmel seine Kinder kennen sehnen, wels er lad seine Sohn abgunnen über die Gaude in Schlachte, und lad dort reinen über Gerechte in Ungerechte. So klar kann wie sein, das wird Jesus deut. Gott sein Geschenk zu den Menschen, so wie so klar in seine Openbarung. Trotzdem, dass Menschen sich getrennt haben von Gott durch seine Ungehorsam und nicht treu nur Gott kommen können in sich selbst, sondern bloß durch Gott seine Genot schenkt Gott an gute Dinge. So klar ist ja wie seine, Gott schenkt in der Welt gute Dinge, wenn trotzdem, dass er es wache gönne von Gott und nicht kann treu kommen, durch Gott am allgemeinen Genot wiese. Der Mensch in sich selbst hat die Fähigkeit, um gute Dinge zu tun, aber kein von den Menschen seine gut meinen
kon Gott seine Gerechtigkeit erregen. Und doch wies Gott den Mensch sein Mitleid durch allgemeine Sehnungen, so aus wie seine Worte und ihr Feierabstände. Der Herr ist allem Gott, und sein Mitleid regt über alles, was er gemerkt hat. Psalm 145, Vers 9. Matthäus 4, Vers 45, weil er lässt seine Sonne abgehen über Gode und Schlechte und lässt dort reinen über Gerechte und Ungerechte. Lukas Kapitel 6, Vers 35, der letzte Port von diesem Vers. Weil er hat auch ein Joma hat für die Undankbare und die Wort erreicht donen. Apostelgeschichte 14, Vers 17. Und da hat er sich nicht ohne Zeugnis geloten. Diesen Vers haben wir alle ein paar Mal gelesen, wo wir immer waren sein, dort Gott der sich erbarmen über jeder Mensch in Gott haft, jeder Mensch läuft, der seine allgemeine Genot, wird er bewiesen der. Noch ein Ding sei wie dort versprechen von den Raten. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 10. Das ist dort, wofür wir arbeiten und streben, weil wir unsere Hoffnung auf den lebenden Gott gesagt haben, der ein Heiland für alle Menschen ist. Und besonders für die du glauben. Was versprach er hier? Gott seine Geschenk zu den Menschen. Er versprach, dass du ein Radar kommen. Er versprach, dass er alle Menschen Gott ist. Der ganze Mensch Gott ist. Für die alle Menschen versorgen wird. Und danach dort er wird ein Radar schicken. Das ist so wunderbar, was Gott alle getan hat. Und seine allgemeine Not schenkt. Jeder Mensch, was er jeden Tag braucht, zum Leben. Gott offenbart sich in allgemein durch Sinn treuholen. Gott braucht Nummer 1 den Heiligen Geist zum Sinn treuholen. Und doch braucht er verschiedene Wege zum Sinn treuholen, wo der Heilige Geist mit verbunden ist. So als Schubhard, er braucht die Lehrer in der Kirche von der ersten Tag, wo die Lehrer stand, so sehen im Alten Testament, die Priester braucht ihm, das Wort Gottes predigen nur die Menschen, der Propheten braucht ihm, das Wort Gottes predigen nur die Menschen. Im Neuen Testament fängt das an mit den Aposteln von der ersten Tag, neu Felser nur, sto wie in der Apostelie, und wir lehren wieder in der Apostelie, wo Mensch kann von Sinn weich bleiben, Jesus annehmen, sich schreien über den Sinn und von Sinn weich bleiben. Das hat nach aller zu tun, der Heilige Geist, der dort aller der die verschiedenen Menschen, was er braucht, ihm dort daunen. So als Schubhard Prediger, Regierungen braucht er sogar. In Römer Kapitel 13, 1, der Feier, du fängst wie sogar dort an sich, dort er braucht, was er der Regierung zu Menschen von Sinn weicheln. Ich war bloß einen Vers gelesen, das heißt es dort. Lot alle Mann der Regierung ungedun seinen, der gewollt ewer arm haft, weil es wem dort nicht von Gott weil's wann dort nicht von Gott käme, wie keine Regierung, weil's Gott haft der Regierung ungeordnet. So Gott hat eben der Regierung brücke zum Sinn treuholen, aber doch als der Heilige Jesus durch der Hinge. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7, du fängst wie im besonderen Abschnitt, wird uns wiese dort. In diesem Tag wiest uns dort ganz klar, dort der Heilige Jesus Sinn treuholen dort in dieser Welt. Du kämmt die Frage ab, ob das der Heilige Geist ist, wo dort hiervon redet in Vers 6 und 7. Und dort sagt es dort, und das Tag handelt sich von in der 7-Jahr Triebsalstät. Und er redet von, wo der Antichrist wird kommen und nicht, wo die Kraft kommen, euer der Heilige Geist wahrgenommen ist. Und dort sagt es dort, und je weiter, wo am noch drei hält, dort heißt sich, man erst offenbaren kann, wann seine Zeit dort gekommen ist. Und die weiten Wort am noch drei hält, dort hei, in andere Übersetzungen, in andere Sprache, das wird hei, haft die Übersetzung hei. Hei, die dort noch drei hält. Kriegst du in der siebende Vers. Die Gesetzlosigkeit ist im Geheimen all umburg. Aber erst mit dein, und wird hei, noch wahrgenommen worden, der andere wird hei, dort noch abhält. So hier dort wird hei, haft die Donner mit einer Persönlichkeit. So, die Frau kommt ab, ob das der Heilige Jesus ist, wo das hiervon redet. Paulus sagt, je weiten wer hei ist, wo ich von reden darf. Das, was er sagt, der Thessalonicher. Was klar ist, in diesem Tag, dort hei, was dort abhält, ist stärker als Sotun, was den gesetzlosen Kraft gibt. Was klar ist, dort wird hei ist eine Person, was
Jirater kroft haft os zoton. Du erste Gedanke, dat dit hier meint, Menschenregierungen, wird dat abholen, nur Römer Kapitel 13, 1-7, wo wir all die 13 Vers gelesen haben. Wat die Mathe en denkhullen is, dat van alle regeringen in de wereld würde zich taubstoen, würde zoton nog sterker zijn. Alle regeringen in de wereld in zichzelf, in ihre kracht, würde nicht kennen, jen zoton gaan, wenn zoton würde dan nog sterker zijn. Zodat je hebt ons aan te verstaan, dat zijn nicht weltregeringen hier, wo dat van reden deed, zoals eens je glaube vielleicht eure uitgelacht hand, eure überdenken dann, of dat hebben met Menschenregierungen te doen, wat dat nog abholen deed, dat Antichrist nicht kon in Kraft komen. Nur dort nur würde dat nicht sein, wenn alle Regierungen würden nicht stark genug sein, zum Sultan abholen. Der andere ist, so die Frau steht, wer ist kraftvoll genug, zum Sultan treiholen? De einzige antwoord is, God allein heeft zo'n kracht. En wenn de Heilige Geest de derde persoon is in de Dreieinigkeit Gottes, so dort wordt hij, wist han, nur de persoon de Heilige Geest. En de Heilige Geest, de Geest Gottes, de Dreieinigkeit Gottes, de derde persoon in de Dreieinigkeit Gottes, die is die wat wordt kracht. Voll genug sein, wenn Gottes allmächtig, aller Kraftvoll, dem dort abholen, dort Sultan nicht seine Vollmacht kriegt, was die Zeit ist, du als, wo Gott am dort wird geben in die 7 Jahre Trübsalzeit. So hier, mit diesem Gedanken, so wie dort als der Heilige Geist, wo er noch abholen wird, dort Sultan nicht kann seine Vollmacht kriegen. So hier sei wie Gott offenbart sich in allgemeinen durch Sinn treiholen. Gott tät in allgemeinen dieser Welt Sinn treiholen, dort nicht nach viel euer als aus dort können sein, wann der Heilige Jesus nicht in dieser Welt schaffen deit, in allgemeinen in Sinn treiholen deit. Dort nächste, was wir sehen, Gott bewies seine allgemeine Genot durch die Wahrheit von dort Evangelium. In Johannes Kapitel 16, 8, durch all fängt wie wenn wir das sagt, dass der Heilige Geist wird die Menschen überzeugen von ihr Recht, von Gerechtigkeit und von Sinn auch. So, was wir fängen, als der Heilige Geist überzeugt Menschen von Sinn, Gerechtigkeit und Gerecht. Der Heilige Geist überzeugt den Menschen, aber nicht alle nehmen dort Evangelium von der Radung an. In 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 8, wo wir hier seine Donner in Klein Engstje 3 hier. In 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 8, du sagtet uns das steht. Dann wurden die gestraft, wurden die von Gott nicht weiten wollen und nur das Evangelium vom Herrn Jesus nicht horchen wollen. Das, was uns dort hier sagt, der Heilige Geist bewies die Gerechtigkeit zu den Menschen von Jesus Christus. Alle falsche Glaubens haben nicht, wem, was du es gestorben und abgestohlen, um weiter zu leben, so als Jesus Christus ist. Du wehen, als Jesus die einzige Gerechtigkeit, was Menschen kennen und gehen, dem gerat worden von der ewigen Verdammnis, dem gerat worden von der sinnlichen Zustand und der ewigen Verdammnis und ein Tag für immer und ewig von Gott getrennt sein, aber im Himmel bei Jesus Christus sein. Der Heilige Geist bewies die Gerechtigkeit der Menschen von Jesus Christus. Das war er der. Der Heilige Geist, der die Person erleuchten, erklären, abdachen merken, dass der Mensch versteht, dass die Botschaft von dem Evangelium Wahrheit ist. Wenn die Person dann im Glauben dort annimmt, dort ist, wo der Heilige Geist die wahre Geburt in Menschen schaffen, das ist besondere Genot für jede Person. Und hiervon wollen wir in der nächsten Botschaft mal davon reden. Allgemeine Genot ist, wo Gott alle Menschen Gute zukommen lässt. Das meint nicht, dass der Mensch wahre Geburt wird, er hat in der Heilige Geist ein Mensch in Entschirm zum Wohnen und gefällt es mit dem Heiligen Geist, sondern Gott ist besorgt für jede Seele in der Welt. Wenn allgemeine Genot auch Sinn treu hält in der Welt, versorgt er nicht die wahre Geburt in Heiligkeit. Allgemeine Genot bewies die Geltlichkeit von dem Evangelium, die Geltlichkeit von dem Evangelium zu Menschen. Dort garantiert du wehen nicht, dass alle Menschen, die dort hören wollen, Jesus annehmen als Rada und Herr. Danach soll wir dankbar sein, dass Gott genug Beweis versorgt für uns Menschen, der seine Leben, Geduld und Barmherzigkeit zu allen von uns. Und dankbar sein für seine allgemeine Not, die uns jeden Tag sehen. Wenn ihr Ehrens Fragen haben über das Programm,
dann kan je ons op onze e-mail schrijven rdoineufeld09@gmail.com oder op een WhatsApp-nummer 591-770-6001. Ik wens jullie allen een goede week. Gottes Rijken Segen met jullie.